So, da wären wir wieder. Ihr habt leider ein bisschen was verpasst. Ja, habt ihr. Und zwar seht ihr dabei Nummer 5. Ich kann jetzt einen Feuerball sprechen und die Aufgabe ist weg. Ihr habt nämlich eine ganze Folge verpasst, weil das doofe TX-Story die Folge geschluckt hat. Aber gut, also ich habe den Amboss holen können. Man musste einfach nur an der richtigen Stelle ordentlich springen. Und die Sachen habe ich dann bei dem anderen Würfelding abgegeben. Und dafür haben wir die Fähigkeit bekommen, Zauber zu sprechen. Momentan mit diesem kleinen Feuerball. Ich demonstriere. Yay. Also das Ganze sieht genauso aus wie das, was bei den Pfeilen rausgespuckt wird. Und es kostet jedes Mal, wenn wir es benutzen wollen, einen von den roten Essenzen. Und danach bin ich eigentlich nur... Also ich habe versucht, eine Herausforderung zu erfüllen. Und zwar ist hier so ein lila Ding gewesen, wo wir nicht rankamen. Da habe ich mich schon rumprobiert, dann kam ich irgendwann ran, hatte mir gesagt, die Herausforderung ist, geh zwischen den Säulen im Gang, zwischen der Mine und dem anderen Komplex und halte dich da eine Minute lang auf. Also da ist dann links eine Säule, rechts eine Säule und da putzen über die Steine runter und du musst eine Minute lang den Steinen ausweichen. Das habe ich versucht, aber hat dann auch nicht geklappt. Ja, und dann sind wir jetzt hierhin zurück und wollten hier in die Kanalisation rein. Da sind wir auch schon rein. Und ich kann euch gleich mal zeigen, was wir da gesehen haben. Also hier Schlüssel reingesteckt, das Ding aufgemacht. Runter. Und da ist so ein Osterinselgesicht. Da waren wir noch nicht. Wir sind stattdessen hier hingegangen. Und haben eigentlich nur ganz viele komische grüne Knubbeldinger getötet, die Giftpfeile geschossen haben. Und unten war eine Geheimwand. Also das ganze Ding endete hier in der Wand. Das fand ich doch schon ziemlich suspekt. Gegengeschlagen, Kiste hinter, 25 Goldmünzen. Sagt man nicht nein zu, hm? So, jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Gucken wir mal, was das Gesicht da macht. Okay. Hm. Wow. Stirb, stirb, stirb. Das klappt ja ganz gut so. Komm, schieß nochmal hier oben hin. So, gehe ich runter, gehe ich runter, gehe ich runter. Au. Momoko. Achso, das muss einer von den Wächtern sein. Okay. Oh, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Folge drin war oder in der vorletzten. Also wir hatten die Sachen bei Joghurt abgegeben. Und das Geheimnis war nicht die Elfenunterwäsche, sondern in einem Zimmer direkt neben dem Joghurt waren Staubwedel. Und das war alles. Und er hat uns nur gesagt, unsere Mission ist es, wir sollen Hanakon umbringen. Und da werden sich ein paar Wächter in den Weg stellen, das sind die Endbosse halt. Und sonst gab es eigentlich nichts wirklich Wichtiges. Wow, das war knapp. Und das ist halt einer von den Wächtern hier. Genau wie der Wurm. Oh. Ein anderer Wächter war. Und den haben wir auch gleich im Sack. Sehr schön. So, einmal gegen das... genau, so, schieß mich an. Dumm, die dumm, die dumm, bis zum letzten Augenblick warten und dann... definitiv nicht so wie geplant. Oh, warte mal. Oh. Komm, mach den Mund auf. Sollte man Heiltrank trinken? Komm, lauf einfach nach oben, trink einen Heiltrank, lauf wieder runter. Das klingt doch gut, oder? Flupp. So, schieß mich an. Komm schon. Ah, der schießt immer weniger, je weniger Lebenspunkte er hat. Aha, au. So, was haben wir hier? Wir haben Licht. Wir haben eine Treppe nach oben. Mehr Licht. Mehr Gold und... Da war ein Dieb. Okay. Und noch ein Geist. Nein. Du bist derselbe welcher.
Ich grüße dich erneut, junger Abenteurer. Ich hoffe, du findest die Antworten, die du suchst. Hey, immer noch hier? Ich dachte, du wärst schon drüben. Bevor ich gehe, wollte ich dir danken für das, was du mir gerade getan hast. Allerdings vermisse ich etwas. Nach meinem Tod nahm mein Lakai Hanakons einen Ring, der meiner Familie seit Generationen gehörte. Auch wenn dieser Raum leer scheint, so fühle ich doch die Präsenz des Ringes. Ich weiß, dass er hier ist. Er muss irgendwie verborgen sein. Wenn du ihn findest, hast du mir sehr geholfen. Nun, ich werde sehen, was ich da tun kann. Allerdings kann ich nichts versprechen. Fein, wahrscheinlich. Erstmal ein Schwert. Ja. Ich glaube, jetzt trinke ich mal den feinen Trank. Ogerstärke, Generation. Oh, der sieht größer aus. Oh. Wir hatten doch extra einen Trank bekommen, um Fallen zu finden. Geisterform. Fallendeckung. Benutzen. Flump. Null. Flump. Keine Fallen. Kein Licht und keine Fallen. Oh. Hier könnte was sein. Okay, gehen wir einfach Etage für Etage ab. Aha. Wie jetzt? Haha. Silberring. Das war jetzt nicht so wirklich schwer. Aber na gut, gehen wir anderen Sachen auch nochmal kurz ab. Nur testen, ob da irgendwo irgendwas ist. Da unten. Was zur Hölle bringt das? Wahrscheinlich einfach nur, um zu zeigen, dass hier ganz viele Verstecke sind und so. Da noch? Jo, nö. Gut, dann mal zurück zu ihm. Dass wir hier. Mein Ring, es ist so lange her, seit ich ihn... wie gebe ich ihn dir zurück? Du bist ja wie ein Hologramm. Kannst du ihn halten? Es ist nicht notwendig, ihn mir zurückzugeben. Den Ring selbst will ich dir als meine Hilfe anbieten. Ich werde ihn verzaubern, um dir einen Teil meiner Lebensenergie zu geben. Toll, danke, ich trage ihn gerne. Übrigens, hast du dich an deinen Namen erinnert? Ich kann mich immer noch nicht an meinen Namen erinnern, aber ich werde ihn suchen. Da drüben, da ich im Drüben einen Namen brauche. Dann viel Glück, bis denn. Ich fange an, diesen Geist zu mögen. War erst nur eine Erinnerung eines schwachen Langfingers, der es gewagt hatte, diese Festung zu betreten. Ja, ja. Ring der Geister, was machst du? Da. Nein, ist der Heiligenschein. Ring des Kriegers, Ring des Schützen, sollte ich mal sortieren, also du dahin, Ring des Schützen dahin, Ring der Geister, Max Gesundheit 19, war es ordentlich, und dich dahin, und den Rest können wir so lassen, wie er ist, so, zurück. Dann da den Schalter drücken. Der macht bestimmt rechts eine Treppe oder sowas auf. Jo. Runter. Oh, ganz schön düster. Zera, kann ich dir eine Frage stellen? Du kannst, aber erwarte keine Antwort von mir. Vorhin hast du mir erzählt, dass die reinen Geister unter der Kontrolle von Hanakon stehen. Aber ich denke nicht, dass das wahr ist. Tatsächlich hat er sie entführt. Entführt? Wie kommst du zu dieser absurden Anschuldigung? Du hast mir erzählt, dass die reinen Geister in den Boxen sind, um sie von der materiellen Welt zu isolieren und sie schon einige lange Zeit dort wären.
Boah, ist das richtig? Also, was tun Sie dort, eingesperrt, wenn Sie frei und glücklich in Ihrer eigenen Welt sein könnten? Ich meine, ich glaube nicht, dass Sie das Gefängnis Ihrer eigenen natürlichen Umgebung vorziehen. Ich denke, dass Sie in Wahrheit gegen Ihren Willen dort sind. Wie üblich macht dich deine Arroganz blind gegenüber der Wahrheit. Es ist hunderte von Jahren her, seit die großen Götter ihren Krieg begannen. Viele reine Geister wurden unter den Befehlen der rivalisierenden Götter getötet. Die überlebenden reinen Geister wurden in der irdischen Welt versteckt, weit weg aus der Reichweite der Götter. Verdammt, sind sie also sowas wie Flüchtlinge? Ja, einer der großen Götter erschuf die magischen Boxen der Isolation, schloss die reinen Geister daran ein und versteckte sie in dieser Burg, in der Hoffnung, sie nach dem Krieg in ihre eigene Ebene zurückzuschicken. Wenn also einer der großen Götter herausfindet, dass sie hier sind, muss er nur die Burg und die Boxen zerstören und dann auf Wiedersehen Geister, richtig? Nicht unbedingt. Die großen Götter kontrollieren diese irdische Welt durch ihre Kreaturen, die in ihr leben. Sie können also nicht direkt eingreifen, kommunizieren aber mit den Sterblichen, die den Befehlen im Tausch gegen Macht und Weisheit gehorchen. So, die Götter verbringen ihre Zeit damit, Leute zu befehlen, hierher zu kommen und die Boxen zu öffnen, richtig? Richtig. Und Hanakon, was tut er hier? Hanakon wurde von dem Gott auserwählt, der die reinen Geister versteckte, um diesen Ort vor Eindringlingen zu sichern. Wow, er muss wirklich sehr mächtig sein und von einem Gott auserwählt werden. Übrigens, danke für die Antwort, die du mir nicht gegeben wolltest. Du hast mich schon wieder überlistet. Ja, das war ganz schön viel Story auf einmal. Aber okay. Will ich nichts gegen sagen. Zack, zack. Also er taucht halt immer tiefer in die Rollenspielwelt ein. Wenn wir hiermit durch sind, ist er ein ordentlicher Rollenspieler. Oh, Stab des Frostbolzens. Das klingt interessant. Aber erstmal töten, töten. So. Schleim. Schleim. Und da unten ist so komischer Nebel. Oh, vielleicht kommen wir mal raus. Ah ne, das ist die Kanalisation. So viel dazu. Aber in den Gärten könnten wir wahrscheinlich rauskommen. Es wäre komisch, wenn die Gärten drin wären. So, dich nochmal an. Euch alle 162. Euch alle töten. Oh, was bist du? Katakomben. Okay. Katakomben. Grüfte. Zack. Zack. So. Lieber die Leiter nehmen. Bisher hier noch gar keine goldene Box gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt speichern wollen würde. Was ist das für ein komischer. Oh. Au. Au. Also, wenn ich jetzt speichern wollen würde oder mich heilen, was ich jetzt einmal mit dem Trank mache, müsste ich ganz schön weit laufen. Also zurücklaufen. So. Okay. Hey, das klappt ja. Oh, okay, aber nicht. Ding und lauf, 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 lauf. Nein, au. Das ist nicht gut. 12, 11, 10, oh oh. Okay, das war knapp. Wie war das mit dem langen Laufen? Naja, es geht. Wir müssen hier hoch. Ist mir immer noch lieber als sterben. Aber wo sterben? Wir sollten vielleicht erstmal zum Koch und dann einkaufen. Weil mit null Heiltränken sollten wir nicht wirklich in die Richtung gehen. Und bevor wir das alles machen, mache ich einen kleinen Cut. Also nochmal speichern und wir sehen uns gleich wieder.